Von politischen Fragen hat Thomas Felder, der Liedermacher aus Gönningen bei Reutlingen, sich nicht abgewandt, seit er für sich auch die Bibel wiederentdeckt hat. Im Gegenteil. In Dresden war seine schwäbische Vesper schon zu hören und das meiste sollen die Sachsen übrigens ganz gut verstanden haben. Zu seinem 25-jährigen Bühnenjubiläum waren die Botschaften seiner schwäbischen Vesper jetzt auch daheim in Gönningen zu hören. So beni vini be, so beni vini be. Zärtlich oder parodistisch frech, humorvoll oder deftig polternd. Der schwäbische Liedermacher Thomas Felder beherrscht ein breites Repertoire. Auf einem Internat lernte er die Instrumente, studierte dann Lehrer für bildende Künste. Doch seit 25 Jahren widmete er sich vor allem einem, der Musik. Texte schreiben und Lieder singen, das ist seine Sache. Ob Trommel, Drehleier, Gitarre oder Mundharmonika. Sie begleiten nur seine Lieder über Gefühl, Wärme und Menschlichkeit. Wenn ich mit dir singen kann, wenn ich schau im Himmel da. Wenn ich mit dir tanzen kann, gangert lauter Lampe an. In Gönningen bei Reutlingen, wo Thomas Felder zu Hause ist, hat er sein Bühnenjubiläum gefeiert. Als ich das erste Mal auf der Bühne stand, mit einer Gitarre in der Hand, haben mir die Finger gezittert, sodass ich nicht mal stimmen konnte, das Instrument. Und nach 25 Jahren, da ist man sich ein bisschen sicherer in so Sachen. Natürlich hat sich auch das Publikum verändert, es ist mitgewachsen, es ist größer geworden, weiter. Heute kommen wahrscheinlich vom 4-jährigen Kind bis zur 90-jährigen Oma, also alle. Und das gefällt mir. Der Pfarrerssohn will nicht missionieren oder moralisieren. Früher widmete sich Thomas Felder eher den politischen Brennpunkten. Bei Friedensmärschen oder gegen Atomdemonstrationen war er zu hören. Heute behandeln seine Texte das Leben in all seinen Facetten. Menschliche Schwächen und Stärken, der Umgang miteinander und mit der Natur, das sind seine Themen. Übers Gras, Menscher hat nix, aber will er doch Erlass. Machet sich weh und verliert ihr Maß. Der Pianist Michael Samaraya begleitet den Liedermacher bei der Deutschlandtournee mit der schwäbischen Vesper. Dieses Jubiläumskonzert, hintergründig und keineswegs gewöhnlich. Thomas Felder ist eher ein Exot auf der deutschen Liedermacherszene. Und schenket, was geschenkt ist. Gott ist dahinter, ein Schatz, mal nix kost. In der Gönninger Peter- und Paul-Kirche kam das Publikum auf seine Kosten. Dieses Konzert ist live für eine CD mitgeschnitten worden. Angepasst ist der 42-jährige Schwabe wahrlich nicht. Mal Gospel, mal Blues, mal jazzig, mal rappend. Auch nach einem Vierteljahrhundert Bühnenreife hat Thomas Felder immer noch was zu sagen und zu singen. Beieinander sind zwei oder drei, da bin ich dabei. Da bin ich dabei, zwei. Da bin ich dabei, zwei. Da bin ich dabei. Was glaubet ihr? Was glaubet ihr? Was glaubet ihr? Mein Lieb. Gut 60 Mal pro Jahr steht er so auf der Bühne. Thomas Felder, schwäbischer Dichtersänger aus Gönningen bei Reutlingen. Ich weiß bloß eus, ma
mein Lieb ist. Mein Lieb ist da daheim, mein Lieb ist da daheim, mein Lieb ist da daheim. Mo auch mein Hass ist, mo auch mein Heile ist, mo auch mein Heile ist. Da ist mein Lieb daheim. Er hat Englisch und Kunst studiert und er sollte eigentlich Lehrer werden. Ach, Lehrer war ich einige Jahre im Nebenberuf. Aber ich habe gemerkt, wenn ich den Beruf wirklich hauptamtlich durchführen will, da würde ich wahrscheinlich ein Leben lang brauchen, um ein Lehrer zu werden. Und Sänger, das war er eigentlich schon seit meiner Kindheit. 1977 veröffentlichte er seine erste Langspielplatte. 5 sind inzwischen erschienen. Hier seine neueste. Wieder Frieden kriegen, wir haben schon mehr als genug gekriegt. Über andere siegen, denn so ein Sieg wäre der letzte Krieg. Frieden zwischen den Menschen, Frieden mit der Natur und mit sich selber. Das wichtigste Thema für Thomas Felder. So konnte ich Glockenblumen läuten, die Morgenperlen schüttelte. Poetisch und politisch, rau und zart sind seine Lieder, viele davon auf Schwäbisch. Eine Sprache, die Felder erst wiederentdecken musste, nachdem Schule und Studium sie verschüttet hatten. Er hat dann angefangen, gerade die Musik, die schon in der Sprache drinsteckt, in dem Dialekt, auszunutzen für Lieder. Und dann angefangen, schwäbische Lieder zu machen, 1975. Und ich war, glaube ich, damals der Erste, der Schwäbisch wirklich als ein ernsthaftes Thema, als eine ernsthafte Sprache benutzt hat und nicht bloß zum Witzler machen. Grüß Gott, ich bin ein Daut, da kennst du mich doch gar nicht mehr. Ja, ist so recht, ich kann es verstehen, früher war ich ja noch nicht so schön. Früher war ich noch ein Klapprings nachgestellt, auf mein Gaul mit fauligen Zähnen. Ja, da hab ich nur ein alter Sensor-Kind, heute hab ich auf einer Mähmaschine. Das Lied vom Tod, der überreiche Ernte hält. Ein Titel aus der neuesten LP, auf der Felder zusammen mit befreundeten Musikern spielt. Der Bratlauf, brates Grasholz, um 100 Hektar am Tag, kein Problem. Ein ebener Wies, kein einziger Baum, sowas meldet sich rasant und bequem. Früher war ich noch ein Klapprigst, noch ein Gestell, auf mein Gaul mit fauligen Zähnen. Ja, da hab ich nur ein alter Sensor-Kett, heute hock ich auf einer Mähmaschine. So weit schraubs Mähwerk hoch und schneid alle Wipfel in die Wälder. So kommt kein Baum auch schon davor. Da wird kein bisschen mehr älter. Ja, da wird kein bisschen mehr älter. Ach Mensch, du Narr, mein bester Gesell, hast mein Geschäft vorbereitet. Halt bist du dran, es geht voll schnell. Die scharfe Messer schneidet. Die scharfe Messer schneidet. Thomas Felder hat nicht nur alle seine Platten selbst hergestellt, er vertreibt und verkauft sie auch in eigener Regie, die meisten bei seinen Konzerten. Bisher maximal 6.000 Stück pro Titel. Das sei besser, als von einer Plattenfirma abhängig zu sein. Jetzt, wo der Erfolg größer wird, da kommen ja schon immer mal wieder Firmen und interessieren sich und wollen die Rechte abkaufen und so. Aber die kommen halt immer dann, wenn es was zum Absahnen gibt. Und es läuft so, dass ich davor leben kann und das langt mir. Zu einem alten Haus, das er gerade renoviert, hat es gereicht. Wenn auch der Flügel noch in der Küche steht, bis das Wohnzimmer fertig ist. Es hat einer gesungen von der Lieb und von der Freude, auch vom Heiler. Hass und tiefe Leut. Solang mir leben, lässt sich keins davon vermeiden. Komm, bad mir's aus, dass uns am End entreut. Es geht schon so viel von deiner Elendsgestalter.
wo Äbel gleich und grau und lauwarm sind. Sie will uns und unsere Welt verweiden und unseren Leib und Lieb und unser Kind. Sie hockt unter uns und wir sind unter ihnen. Unsere Schwäche ist ihr grauser Macht. Ein offenes Haus wird vor dem Morgen zur Ruine, wenn alles feiert, pennt und keiner wacht. Sie kaufen auf und walzen vor uns nieder, was mit uns gewachsen ist aus unserem Blut. Sie sind so frech sogar und singen unsere Lieder. Und das Publikum klatscht mit und findet's gut. Das Publikum klatscht auch mal an der falschen Stelle.